Flussaufwärts fand Coco die perfekte Stelle für einen kleinen Segelboot-Stausee. Das Holz schwamm aber immer weg. Die Sache war nicht so einfach, wie sie aussah. Das Wasser sickerte weiterhin durch. Er musste die Löcher irgendwie dicht machen. Da fiel ihm ein, dass ein Regenmantel Wasser aufhalten konnte. Endlich hatte Coco seinen eigenen Damm. Und er badete in seinem eigenen See. Nun konnte er das Boot. Aber wo war das Boot? Oh nein, es war zu Hause. Coco hatte es sehr eilig und darum bemerkte er gar nicht, dass die Biber plötzlich viel weniger Wasser hatten. Aber die Biber wussten, was immer ihr Wasser aufhielt, es musste flussaufwärts sein. Cocos Damm war zerstört. Die Biber! Sie waren das! Zweimal am Tag einen Damm zu bauen, war harte Arbeit. Endlich! Jetzt konnte ihn nichts mehr vom Spielen abhalten. Coco störte der Regen nicht. Das bedeutete, dass sein Teich morgen noch viel größer sein würde, wenn er ihn Bill zeigte. Ja, Coco, ich laufe ja schon so schnell ich kann. Weißt du, ein echter Staudamm erfordert zwei wichtige Dinge. Und zwar die richtige Bauweise und Wasser. Diese Biber. Natürlich. Die steckten wieder dahinter. Das ist aber gar nicht gut. Biber brauchen Wasser, es ist hier zu Hause. Bestimmt ist oberhalb von deinem Damm irgendwas nicht in Ordnung. Coco erkannte sofort das Problem. Der umgestürzte Baum staute das Wasser genauso wie ein Staudamm. Wir brauchen irgendjemanden, der stark genug ist. Bitte beeil dich, Coco, komm schnell zurück! Clara, hör gut zu. Am besten du ziehst. Ich erkläre etwas einer Kuh, wie merkwürdig. Muh.